Lassen Sie mich also heute mit Ihnen unser am besten gehütetes Geheimnis teilen. Lassen Sie mich Ihnen das, was wir die Safe Zone nennen, zeigen. Die Safe Zone verbindet das Beste von Perfect Internet und dem Unicorn Network. Und obendrein ist die Safe Zone offen für jede Webseite oder jedes Business, solange Sie unsere Anforderungen an Privatsphäre, Sicherheit und Qualität erfüllen. Sie werden verstehen, warum jeder Internet-User in unserer Safe Zone sein will, aber warum auch jedes Business Interesse daran hat, an unserer Safe Zone teilzunehmen. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, dass Sie in dieser Präsentation quasi die Rolle einer Person einnehmen, die noch niemals zuvor von uns oder unserem Projekt gehört hat. Also ganz wichtig jetzt für diejenigen, die schon lange dabei sind und schon viele, viele Dinge kennen. Ich sehe gerade hier an der Teilnehmerliste, dass wir natürlich auch ganz neue, für mich zumindest ganz neue Namen dabei haben, also möglicherweise auch Interessenten, die bisher noch nicht von Unicorn Network gehört haben. Für Sie ist es natürlich dann überhaupt kein Problem, diesen Dingen aus der Perspektive eines neuen Interessenten zu folgen, und für alle anderen versetzen Sie sich bitte in die Situation eines Menschen, der also noch nie etwas von Unicorn Network und unseren vielen tollen Dingen gehört hat. Lassen Sie uns also über das Internet sprechen. Sie wissen, meine Damen und Herren, dass Menschen aus der ganzen Welt das Internet nutzen, und das, was sie am meisten mit ihren Freunden machen, ist natürlich chatten und E-Mails schreiben. Es werden Nachrichten gelesen, Einkäufe werden über das Internet getätigt, Bilder werden mit Freunden oder auf Social Media auch mit der Welt geteilt, und man schaut sich Videos an und sucht nach Informationen, was hier heute eben viel einfacher und komplizierter ist als früher, wo man eben in Bibliotheken laufen musste und stundenlang in Büchern wälzte, um das Passende zu finden. Hat man also heute mit wenigen Klicks über die Suchmaschinen hier sofort die Ergebnisse abrufbereit. Und natürlich wird das Internet auch zur Weiterbildung genutzt. Viele Menschen lernen also auch über das Internet. Und die meisten benutzen und Dienstleistungen, die im Internet gratis angeboten werden und auch weiterhin gratis sind. Sie kennen also die Webseiten wie halt Facebook, Google, YouTube, Amazon, Twitter, eBay, Instagram oder auch WhatsApp und noch viele, viele andere mehr, die Ihnen kostenlose Dienstleistungen zur Verfügung stellen und die von den Menschen natürlich sehr gerne genutzt werden. Grundsätzlich ist das wirklich schön und cool und jede Menge an Gratis-Dienstleistungen. Nur unglücklicherweise, diese Unternehmen oder zumindest viele dieser Unternehmen beruhen darauf, dass sie wie Datenkraken arbeiten. Also ihre persönlichen Daten, die sie diesen Unternehmen zur Verfügung gestellt haben, raussaugen. Ich sage das immer so, das sind die Datenvampire, die einfach diese Daten erstmal aufnehmen und für sich speichern. Daraus entwickeln sie geheime Profile. Der ein oder andere von Ihnen hat sicherlich schon darüber gehört. Und Sie gehen dann also her, nachdem Sie diese geheimen Profile von den einzelnen Nutzern gestellt haben, und verkaufen diese Profile wiederum an die Werbeindustrie und andere Unternehmen, die davon profitieren. Es gibt Fake-Shops, also Shops, wo Sie glauben, tolle Angebote kaufen zu können, und am Ende stellen Sie fest, das war alles nur kein echter Shop. Das Geld ist weg und keine Ware bei Ihnen zu Hause mit durch den Postboten. Fake News. Donald Trump ist ja derjenige, welche der das als Schlagwort in seinem Wahlkampf präsentiert hat. Falsche Me Informationen und Nachrichten, die in den Medien verbreitet werden. Wenn wir Fake News haben, dann haben wir natürlich auch im Umkehrschluss Fake Produkte, also Produkte, die gar nicht existieren, aber trotzdem im Internet angeboten werden, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wir haben dann auch noch Fake Werbung, also Werbung, die sich oder die auf Dinge hinweist, die nicht real sind. Und zum Schluss, letztendlich sind wir leider auch davon schon alle mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen worden. Über das Internet haben wir uns auch
auch schon das eine oder andere an Viren auf unseren eigenen Computern eingefangen. Und, meine Damen und Herren, es geht noch ein Stückchen schlimmer. Es gibt nämlich das sogenannte Darknet. Also das dunkle Web, wo Leute mit Drogen handeln, mit illegalen Waffen unterwegs sind und sie anbieten, mit E-Mail-Adressen, gefälschten Dokumenten, Kreditkarten. Alles das haben sie sozusagen im Angebot im Darknet. Dann werden Passwörter angeboten zu Servern, zu Internet, zu Mails, Mail-Accounts und so weiter. Komplette Identitäten werden hier angeboten, dass Sie die kaufen können. Und natürlich können Sie auch Malware und Viren hier erwerben und damit ganz viel schlimme Dinge tun. Und diese bösen Jungs, die hier im Darknet arbeiten, die müssen natürlich diese Produkte, in Anführungszeichen, die sie anbieten, ja auch wieder loswerden. Und deswegen haben sie die sogenannte Grauzone geschaffen. Von hier aus gehen diese Jungs her und versenden Spam-E-Mails, sie starten Hackerangriffe auf Server, auf E-Mail-Accounts, auf Banken und vieles mehr, um an entsprechende Daten und Informationen zu kommen. Sie verbreiten Viren, vertreiben Fake-Produkte, Fake-Shops werden hier eingerichtet und beworben, Ransomware wird verbreitet. Betrug ist natürlich hier ein ganz großes Stichwort mit den unterschiedlichsten Facetten, die dargestellt werden. Und sie stehlen ihnen auch noch das Geld aus der Tasche sozusagen über die Dinge zum Teil, die im Vorfeld schon genannt worden sind. Das ist also die Grauzone der bösen Jungs. Nun, und wie machen diese Jungs jetzt das? Wie kommen sie also an all diese ganzen Dinge? Also zunächst einmal, aus dem Darknet heraus erhalten Sie die E-Mail-Listen, Passwörter und Software, die Sie benötigen. Dann senden Sie Spam-E-Mails an uns mit eben falschen Informationen, falschen Daten oder aber auch, um in diesen E-Mails Daten von uns abzugreifen. Sie schaffen Fake-Shops, sie hacken unsere Datenbanken und alles das tun sie, um letztendlich aus dem Internet heraus wiederum Traffic in ihre Grauzone, also auf die Fake-Shops und Produkte etc. Zu lenken und zu gewinnen. Dann erzielen sie damit natürlich auch Einnahmen, weil im Fake-Shop werden ja Produkte angeboten, Menschen fallen darauf herein, machen eine Bestellung, bezahlen im Vorfeld, behalten natürlich nie im Leben eine Ware und dann geht das gestohlene Geld und die gestohlenen Daten, die sie natürlich mit abgegriffen haben, rüber wieder ins Darknet, um dann von vorne diesen Kreislauf zu starten. Und wenn Sie mit einem Internet-User sprechen, dann wird man Ihnen bestätigen, oder Sie selber haben es wahrscheinlich dummerweise, ich ja auch, schon erleben müssen, dass es genauso im Internet stattfindet. Aber wegen dieser ganzen vielen guten Sachen, die wir im Internet haben, haben wir uns Stück für Stück daran gewöhnt, auch diese schlechten Dinge zu akzeptieren, in Kauf zu nehmen und einfach damit zu leben. Und das ist eigentlich etwas, was nicht sein soll. Schauen wir uns also einmal an, was Internetnutzer wirklich brauchen. Und da ist zum einen also erst einmal maximaler Datenschutz. Schutz davor, dass meine und Ihre persönlichen Daten von irgendjemandem da draußen in der weiten Welt des Internets missbraucht werden. Ganz klare Sache. Wir brauchen Schutz vor Betrug. Wir wollen eben nicht Produkte bezahlen, die anschließend nicht existent sind oder nicht geliefert werden oder das Geld in irgendwelchen Kanälen verschwindet, wo man es nie wieder sieht.
Schutz vor Betrug, ganz entscheidender Faktor. Schutz vor Malware und Viren. Wir wollen nicht unsere Computer verseuchen. Oder Sie haben sicherlich vor einigen Wochen, Monaten diese Attacken mitbekommen, wo dann plötzlich der komplette Datensatz Ihres Computers gesperrt ist und auf dem Bildschirm erscheint dann die Meldung, bitte schicken Sie mal einen Betrag von so und so viel Bitcoins an die und die Bitcoin-Adresse. Alles anonym und nicht nachvollziehbar. Dann wird Ihnen Ihr Computer wieder freigeschaltet. Man muss dann vielleicht sogar noch sagen, vielleicht wieder freigeschaltet, weil es gab auch Fälle, wo er eben nicht freigeschaltet wurde, aber trotzdem gezahlt wurde und das Geld war weg. Also, das wollen wir bei uns nicht haben. Wir wollen ein sicheres Bezahlen haben. Sie selbst wissen, wie oft es eben in der Vergangenheit passiert ist und immer wieder passiert, dass während eines Bezahlvorganges die Daten von diesen bösen Menschen abgegriffen werden, um anschließend, nachdem sie einen Bezahlprozess ausgeführt haben, dann auch noch ihre Konten komplett zu leeren und zu plündern. Also brauchen wir und wollen wir ein sicheres Bezahlen im Internet erledigen können. Das sind unsere Wünsche, die ja für jeden Internetnutzer Vorteile bringen. Schauen wir uns aber im Vorfeld, bevor wir darauf weiter eingehen, einmal an, was die vier größten Fallen im Internet sind, auf die Menschen hereingefallen sind und heute immer noch und immer wieder hereinfallen. Ist mir übrigens auch schon passiert. Also, da haben wir zum einen die Gewinnverlosungen. Da werden also Gewinnspiele oder Seiten ihnen angeboten über eben diese Spam-E-Mails, die in ihrem Postfach landen. Und das erkennt man nicht immer sofort, dass es eine Spam-E-Mail ist. Und dann fängt man an, da sich zu registrieren, einzutragen und so weiter und so fort. Und schon haben diese Menschen wieder Daten von ihnen. Und das Gleiche haben wir dann bei diesen Fake-Lotterien, wo sie alles im Leben bekommen werden, aber niemals einen Gewinn. Auch hier geht es letztendlich nur darum, dass man von ihnen Daten abgreifen möchte. Oder diese Fake-Rabattaktionen, wo ihnen also so iPhone heute für $50 im Angebot sozusagen angeboten werden. Aber sie werden alles bekommen, aber niemals im Leben ein iPhone für diesen Preis. Auch hier möchte man einfach nur ihre Daten bekommen, weil sie sich im Vorfeld natürlich dann registrieren müssen, unter Umständen dann auch noch mit Passwörtern und allem drum und dran. Und das sind natürlich dann Dinge, die diese bösen Menschen wiederum missbrauchen, um dann zu versuchen, weil viele Menschen eben kontinuierlich gleiche Passwörter verwenden, sich überall mit identischen Passwörtern anmelden, damit also dann eben entsprechend andere Konten von ihnen, also ihre Bankkonten, ihre E-Mail-Konten etc. pp. Zu hacken und da natürlich böse Dinge zu tun. Oder Fake-Gutscheinaktionen, wo es dann also tolle Angebote gibt im Elektronikbereich oder für Spiele, Kleidung und weiß ich nicht was alles, aber diese Gutscheine niemals im Leben dazu führen, dass es tatsächlich irgendeine Vergütung oder Vergünstigung deswegen für sie gibt. Das sind also die Dinge, die vier größten Fallen, auf die Menschen im Internet hereinfallen. Und ganz ehrlich, auch mir ist das in der Vergangenheit alles schon passiert, bis man natürlich an bestimmten Kleinigkeiten und Details durchaus bei E-Mails und anderen Dingen erkennen kann, ob es sich hier um reale Firmen und Personen handelt, die einen anschreiben, oder ob es sich hier um reine Fake- und Betrugsdinge handelt. So, also, wir waren, kommen wir wieder zurück bei den Dingen, die sich die Menschen wünschen. Und damit wir jetzt das Ganze auch noch ein Stückchen ergänzen, haben wir aus den vier gerade erfahrenen negativen Dingen, die missbraucht werden, gesagt, wir wollen also als mögliches Produkt ebenfalls bei uns kostenlose echte Gewinnspiele, kostenlose echte Lotto-Teilnahmen und wir wollen natürlich echte Gratis-Gutscheine für unsere Partner und Mitglieder bereitstellen und wir wollen echte Rabatte für unsere Teilnehmer. Das sind die Möglichkeiten, die
ich glaube, jeder von Ihnen jetzt nachvollziehen kann und sagen kann, jawohl, das ist auch etwas, was ich möchte. Auch wenn ich jetzt vielleicht heute nicht unbedingt Interesse habe, Lotto zu spielen oder Gewinnspiele nichts für mich sind, aber mal einen Gutschein oder echte Rabatte macht ja Sinn, das also für sich mitzunehmen. So, und dann sind wir wieder bei unserem Bild zurück, wo wir vorhin schon waren. Wenn wir also jetzt fortfahren würden, so wie wir das bisher in der Vergangenheit gemacht haben. Hier eine Webseite, dort eine Webseite, eine neue Webseite für diesen Bereich, eine andere Webseite für einen anderen Bereich. Dann würde uns das nicht den Schutz geben, den wir wirklich benötigen. Weil vom Grundsatz her müsste dann ja jede einzelne Webseite für sich eben sehr gut und optimal dreifach, vierfach, fünffach geschützt sein, damit wir also diese bösen Dinge aus dem Darknet und aus der Grauzone dort nicht miterleben müssen. Das ist natürlich ein enormer Aufwand und ich glaube nicht wirklich zu bewerkstelligen. Und deshalb ist das der Grund, warum wir um alles zusammenzufassen, zu vereinfachen und eine wirklich sichere Zone im Internet zu haben, das ist der Grund, warum wir die Safe Zone geschaffen haben. Die Safe Zone bietet dem Internet-User zusammen mit unserem Pernum-System, also Pernum, die Abkürzung für persönliche Nummer, maximale Privatsphäre, maximalen Datenschutz, wir haben Schutz vor Betrug, Schutz vor Malware, wir haben sicheres Bezahlen innerhalb der Safe Zone, wir haben kostenlose Gewinnspiele, es gibt kostenloses Lottospielen, wir haben Gratisgutscheine mit echten Dingen, die dahinter sind für unsere Partner und Teilnehmer und ganz wichtig, wir haben bis zu 99 Rabatt auf die in der Safe Zone angebotenen Produkte. Sie hören richtig und lesen richtig, bis zu 99%. Das ist auf unserer Shopping-Plattform Shobit. Der ein oder andere hat vielleicht diesen Begriff schon gehört. Diese Shopping-Plattform ist ein Bestandteil, wird ein Bestandteil der Safe Zone sein. Und ja, das also findet in der Safe Zone statt. Und ich denke und glaube, Sie können mit mir übereinstimmen, das sind Dinge, die sich jeder Internet-User wünscht. Also kein Betrug, keine Malware, sicheres Bezahlen, Datenschutz an oberster Stelle, ganz, ganz entscheidend. Und dann auch noch kostenlose, reale Dinge, für die ich nicht bezahlen muss, aber trotzdem einen Gegenwert bekomme. Denn wer kostenlos bei uns Lotto spielt, kann, obwohl er kostenlos gespielt hat, echtes Geld gewinnen. Wer kostenlos an den Gewinnspielen teilnimmt, kann also Produkte, Schmuck und sogar auch dort Bargeld gewinnen und so weiter und so fort. Das alles ist in der Safe Zone für Sie zusammengefasst. Aber selbstverständlich müssen wir die Safe Zone auch schützen. Da kommt man nicht mal ebenso herein mit einem Klick, wie ich jetzt bei Google oder Facebook oder bei Amazon oder wo auch immer schnell mal gucken kann. Oder mal eben nur eine E-Mail-Adresse oder einen Nutzernamen und ein Passwort eingebe. So leicht wollen wir es niemandem machen. Die Safe Zone ist nur über unseren Safe Zone Pass zu betreten und der Safe Zone Pass sieht so aus, wie wir ihn jetzt hier gerade auf dem Bild sehen. Sie können auf dem Safe Zone Pass Ihre persönliche Pernum, also Ihre persönliche Nummer sehen. Ihr Profilbild wird auf dem Safe Zone Pass sein. Ihr Vor- und Zuname. Es ist festgehalten, seit wann Sie Mitglied sind in der Safe Zone und Sie sehen auf dem Pass auch schon das Perfect Bonus Logo. Damit steht also gleichzeitig fest, dass Ihr Safe Zone Pass auch sofort Ihre Perfect Bonus Card ist. Und da sind wir also bei den Gutscheinen, von denen wir gerade gesprochen haben. Das geht über Perfect Bonus. Sie können diesen
Safe Zone Pass ausdrucken oder einfach auf Ihrem Smartphone als virtuellen Pass speichern und natürlich dann dort entsprechend nutzen. Die Safe Zone gibt jedem Internet-User das, worüber wir immer schon gesprochen haben: maximalen Datenschutz, Schutz vor Betrug, Schutz vor Malware und Viren, sicheres Bezahlen im Internet, kostenlose Gewinnspiele, kostenloses Lottospielen, Gratisgutscheine und bis zu 99% Rabatt auf echte Deals. Das ist klasse, oder? Da bleibt natürlich dann im nächsten Schritt die Frage, gibt es auch Verdienstmöglichkeiten? Weil natürlich sind Menschen im Internet ja nicht nur unterwegs, weil sie Interesse daran haben, über Rabatte günstig Artikel zu kaufen oder jetzt vor Betrug, Malware geschützt zu sein und all diese ganzen Dinge, sondern es gibt ja auch Menschen, die durchaus ein finanzielles Interesse haben und sagen, Mensch, ist denn da nicht die Möglichkeit, auch Geld mitzuverdienen? Nun, lassen Sie uns darüber sprechen. Was glauben Sie, welchen Wert hat dieser Pass? Sind es 100 Euro? Möglicherweise 1.000 Euro? Sind es 10.000 Euro? Oder sollten wir vielleicht sogar sagen, der Pass hat einen Wert von 100.000 Euro? Ich kann Ihnen sagen, was der Wert dieses Passes ist. Der Wert dieses Passes ist unbezahlbar. Das, was wir an Wertigkeit hier hineingegeben haben, in diesen einen kleinen rechteckigen Pass, ist für den Internetnutzer unbezahlbar. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich darüber sprechen, wenn der Wert dieses Passes unbezahlbar ist, was kostet denn dieser Pass letztendlich? Können wir 1.000 Euro dafür verlangen? Oder 500 Euro oder 250 Euro oder zumindestens 100 Euro für die Option und die Möglichkeit, unbezahlbare Gegenleistungen dafür zu erhalten. Nun, wir haben beschlossen, dass wir diesen Preis oder dass wir diesen Pass, so nicht diesen Preis, sondern dass wir diesen Pass für $99 anbieten und wir glauben, das ist ein fairer Preis für die Safe Zone. Wir sind uns sicher, dass wenn wir den Safe Zone Pass für nur 99 Euro verkaufen würden, dass ihn viele Internet-User definitiv kaufen werden, weil er einen so großen, immensen Gegenwert für seine Inhaber bietet. Aber zumindest für jetzt haben wir beschlossen, sogar diese 99 Euro auszusetzen. Sie müssen sie nicht bezahlen. Aber die Sache hat einen Haken. Jetzt möchten Sie wissen, welchen. Richtig? Okay, ich erzähle es Ihnen. Dieser Pass ist nur per Einladung zu erhalten. Also Sie können ihn nicht irgendwo auf Ihrer Internetseite abrufen und er wird Ihnen automatisch zugestellt. Sie können ihn nicht kaufen, haben wir jetzt gerade festgestellt. Geht auch nicht. So, der Haken an der ganzen Sache ist jetzt, es geht nur auf Einladung. Das heißt, Sie, alle die, die jetzt schon Partner Mitglied von Unicorn Network sind, werden die ersten sein, die diese Einladungscodes erhalten werden, um sie dann draußen an interessierte Menschen weiterzugeben. Wir sprechen jetzt nicht über Leute, die in ihren fünf Generationen sind. Diese werden selbstverständlich ebenfalls ihre Safe Zone Pässe automatisch erhalten, um sie weitergeben zu können. Weil es gibt natürlich hier einen jetzt sehr wichtigen Grund, warum wir ab sofort nicht mehr mit Reflinks arbeiten, sondern ausschließlich über diese
Einladungscodes, die persönlich übermittelt werden. Sie erinnern sich vielleicht daran, was im frühen 2012 geschehen ist, für alle die Partner, die von Anfang an dabei gewesen sind, als unsere WhatsApp Pre-Launch viral ging. Buchstäblich in jedem Forum, in jeder Facebook-Gruppe, mit jedem Twitter-Feed. Mitglieder haben wirklich das ganze Internet mit ihren Reflinks zugespammt. Und als Resultat davon wurden alle E-Mails, die das Wort WhatsApp enthielten, automatisch auf die schwarze Liste gesetzt oder gleich komplett verboten und gar nicht erst zugestellt. Oder dass YouTube-Videos nicht mehr aufgerufen werden konnten. Das Ganze geschah auch mit Facebook-Posts und so weiter und so weiter. Leute, diese Methode hilft wirklich niemandem. Weder Ihnen noch dem Unternehmen. Deswegen gibt es keine Reflinks mehr, sondern der Eintritt in die Safe Zone ist ausschließlich per Einladung möglich. Also, als erstes haben wir aus den vergangenen Jahren gelernt, wir müssen dafür sorgen, dass niemand spammt. Und damit, dass Sie und natürlich alle anderen Mitglieder auch eine limitierte Anzahl an Einladungscodes haben werden, wobei jeder Einladungscode nur ein einziges Mal funktioniert, macht es absolut keinen Sinn, überall Info über die Safe Zone zu spammen. Und natürlich, nachdem Sie neue Mitglieder mit Ihren Einladungscodes gewonnen haben und wir keine Fake-Accounts finden, also Fake-Accounts, dass sich dort irgendjemand anmeldet, nichts tut oder irgendwelche schlimmen Sachen versucht schon zu posten oder sonst dergleichen Dinge, sondern hier wirklich neue Mitglieder zu uns in die Safe Zone kommen, werden Sie natürlich mehr Einladungslinks erhalten und so weiter und so fort. So setzt sich das Ganze fort, also wenn dann die Einladungslinks, die ersten, die Sie erhalten haben, verbraucht sind, dann bekommen Sie anschließend neue nach, um die nächsten Partner in die Safe Zone einzuladen und zu integrieren. Also wir müssen hier Spam definitiv vermeiden und mit dieser Methode brauchen wir keinen Spam. Und es macht ja auch Sinn, so zu verfahren, weil mit einem Einladungscode an wen gebe ich jetzt einen solchen Safe Zone Pass weiter? Nun, eine ganz einfache Sache letztendlich für Sie. Schauen Sie, wenn also Sie bereits Partner bei uns sind, dann macht es doch Sinn, zum Beispiel auch Ihre Partnerin, also wenn Sie jetzt der Mann sind, dann auch Ihre Frau zu uns in die Safe Zone einzuladen, weil logischerweise Ihre Frau doch ganz andere Interessen im Internet hat als Sie. Sie haben. Also bei mir persönlich erlebe ich es, ich interessiere mich für Technik und für Autos Computer und Mobiltelefone und alles, was mit dem Internet und dergleichen zusammenhängt. Und bei meiner Frau weiß ich, die interessiert sich also für Kochrezepte, sie interessiert sich für ein bisschen Kommunikation und Austausch mit ehemaligen Schulkollegen, Freundinnen und Bekannten. Sie sucht nach Angeboten in den unterschiedlichsten Varianten von Schuhe über Kleidung bis hin zu Lebensmitteln. Also sie hat ja ganz andere Interessen als ich. Also macht es doch Sinn, dass ich einen solchen Pass auch direkt an meine Partnerin weitergebe und sie dann die Möglichkeit hat, ebenfalls die Safe Zone zu nutzen. Oder wenn ich an meinen Teenager-Sohn denke, der natürlich wiederum andere Interessen hat als meine Frau und als ich. Auch hier ist es doch gar kein Problem, ihm einen Pass an die Hand zu geben und sagen, hier hast du die Möglichkeit, betritt die Safe Zone, schau dich dort um, weil ich weiß, er ist auch interessiert für Computerspiele zum Beispiel oder Internetentwicklungen technischer Art. Er ist interessiert an Dingen, die seinen Beruf betreffen. Er ist interessiert an Kommunikation mit anderen Menschen weltweit und. An Videos zu sehen und anzusehen, zum Beispiel an TV oder Online-Events, die stattfinden. Alles das bietet ihm die Safe Zone. Also wäre ich ja dumm, ihm diesen Pass für die Safe Zone zu verwehren. Und so können Sie das also weiter fortsetzen, zum Beispiel indem Sie dann einen Pass auch an Ihre Arbeitskollegen weiter
geben können. Früher im Büro habe ich eben sehr oft erlebt, dass in den Pausen oder wenn mal gerade wenig zu tun war, die Kollegen dann plötzlich bei eBay unterwegs waren oder auf der Seite von Amazon oder bei Facebook oder Wikipedia und weiß ich nicht was alles, wo sie gesucht haben oder sich informiert haben oder gechattet haben und weiß ich nicht und und. So, also kann ich doch meinem Arbeitskollegen eine große Freude damit bereiten, ihm Vorteile zu bieten, die nichts kosten und ihn in die Safe Zone einzuladen, nach dem Motto, hier findest du Dinge, die sicher sind, wo du keine Angst haben musst, dass dir dort irgendwelche Daten abgegriffen werden oder bei Bezahlprozessen und so weiter und so fort. Also sie haben hier enorm viele Möglichkeiten, Menschen ihres direkten Umfelds direkt in die Safe Zone einzuladen, indem sie ihnen einen solchen Safe Zone Pass übergeben. Okay, das kurz dazu. Aber jetzt natürlich zurück zu der Frage, wenn wir nun schon diese Pässe gratis weitergeben, wie um alles in der Welt verdiene ich persönlich Geld damit? Weil Geld interessiert uns ja alle. Das ist ja die entscheidende Frage. Und die Antwort ist natürlich eine ganz einfache. Ich verdiene das Geld damit im Internet. Lassen Sie uns die Beispiele anschauen wie Google, Facebook oder Amazon. Welche Art von Geschäften betreiben diese Unternehmen im Internet? Ich kann es Ihnen sagen. Sie zeigen Anzeigen. Das ist, was Google und was Facebook machen. Oder sie verkaufen Produkte. Das ist dann wiederum das, was Amazon macht. Und alle diese drei Firmen sind mit dem, was sie tun, äußerst erfolgreich. Google meldete fast 90 Milliarden Dollar an Einkünften in 2016. Facebook meldete 27,6 Milliarden und Amazon 136 Milliarden an Einkünften. Und das sind nur diese drei. Und das ist alles noch ohne eBay, ohne Alibaba und ohne die ganzen anderen großen Namen, die Sie alle kennen, auf deren Webseiten Sie mit Sicherheit alle schon gewesen sind, sich umgeschaut haben oder sogar Einkäufe oder andere Aktionen getätigt haben. Das heißt, diese drei Unternehmen zusammen erwirtschafteten in 2016 253 Milliarden US-Dollar. Mal auf der Zunge sich zergehen lassen. 253 Milliarden. Und alles, was sie machen, ist, dass sie einen gigantischen Marktplatz geschaffen haben. Das Einzige, was Google, Facebook und Amazon machen, ist, dass sie ihre Plattform dafür öffnen, dass andere Werbung schalten können. Oder lasst uns bei Amazon schauen, so dass andere ihre Produkte auf ihrem Marktplatz verkaufen können und sie behalten nur eine Gebühr, eine Kommission dafür, dass andere Unternehmen auf dem Marktplatz Amazon Produkte vertrieben und verkauft haben. Wir haben die Safe Zone oder genau genommen, die Safe Zone ist unser Marktplatz. Das heißt, Unternehmen aus der ganzen Welt sind dazu eingeladen, in der Safe Zone zu inserieren und in der Safe Zone ihre Produkte zu verkaufen. Aber natürlich ist da ein Unterschied. Und dieser Unterschied besteht darin, dass unsere Mitglieder durch Pernum geschützt sind und unsere Mitglieder sind auch durch die Qualitätssiegel geschützt. Und damit stellt sich dann nur noch die Frage, wie viel von dem ein Viertel von einer Million, einer Milliarde schweren Marktplatz ist es uns möglich zu begeistern, Schritt für Schritt hinein in die Safe Zone. Und das ganz klar zu fassen, Facebook und Amazon zusammen haben 2 Milliarden Nutzer. Aktive Nutzer, ganz entscheidend. Wir haben gelernt, mit dem 250 Milliarden Dollar an Einkünften bedeutet es,
dass sie 125 Dollar Umsatz pro Nutzer generieren. Echten Umsatz, 2 Milliarden Nutzer, pro Nutzer 125 Dollar Umsatz. So. Und Sie kennen jetzt den durchschnittlichen Wert jedes Nutzers für diese Unternehmen. Aus den Finanzreporten von 2016 wissen wir, dass diese Unternehmen zusammen je User 37,5 Dollar Provision erwirtschaftet haben. Das ist also das, was dann am Ende hängen geblieben ist. 37,5 Dollar Provision pro Nutzer. Und da bleibt natürlich nun eine ganz, ganz große Frage übrig. Wie viel bezahlen Sie Ihnen diese Unternehmen? Wie viel bezahlt Facebook? Wie viel bezahlt Amazon oder Google dafür, dass Sie die Suchmaschine zum Beispiel empfohlen haben oder dass Sie neue User nach Facebook gebracht haben, die dort teilnehmen und so weiter und so fort. Wir haben es hier schon eingeblendet. Ich habe schon ein bisschen schnell geklickt. Einige haben es auch schon in den Chat hineingeschrieben. Richtig, null. Null, null, null. Sie bekommen nichts, rein gar nichts dafür, dass Sie anderen Menschen empfohlen haben, doch auch das neue Buch oder die neuen Schuhe oder den neuen CD-Player bei Amazon zu kaufen. Sie bekommen nichts dafür, dass Sie Menschen eingeladen haben, bei Facebook teilzunehmen. Und Sie bekommen nichts dafür, dass Sie anderen Menschen empfohlen haben, für bessere Suchergebnisse doch Google zu verwenden. Nichts ist für Sie davon. Und in der Safe Zone ist es nun so, niemand muss zusätzlich für irgendetwas Geld ausgeben. 95% aller Provisionen gehen direkt an die Nutzer. Ganz entscheidend. Und was wir mit diesem Weg erzeugen, ist ein endloses passives Einkommen. Komplett endlos passives Einkommen. Lassen Sie uns dazu einige Zahlen anschauen. Wenn wir nur 1% der 2 Milliarden Nutzer, die jetzt Google, Facebook und Amazon begeistern können, für uns gewinnen, 1%, dann sind das 20 Millionen Nutzer. Und das würde bedeuten, nur einer von 100 Usern würde sagen, hey, mir gefällt die Safe Zone. Alleine das würde schon dazu führen, dass wir 75 Millionen Dollar an Provisionen pro Jahr erzielen. 75 Millionen Dollar an Provisionen und das pro Jahr ein endloses passives Einkommen für alle von uns. Ganz wichtig, ein endloses passives Einkommen pro Jahr für alle von uns. Und wenn wir jetzt sagen würden, dass einer von 10, also jeder Zehnte, der die Safe Zone betritt, das wären 200 Millionen Nutzer. 200 Millionen Nutzer von diesen 2 Milliarden, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Das würde bedeuten, dass wir 750 Millionen Dollar an Provisionen pro Jahr erwirtschaften. Und natürlich, diese 750 Millionen sind wiederum ein endloses passives Einkommen für unsere Partner. Und noch einmal, das passiert, weil niemand irgendetwas verkaufen muss. Ganz entscheidend. Sie laden nur Menschen in die Safe Zone ein. Sie müssen nichts verkaufen. Die Menschen sind da und sie partizipieren und ihre eingeladenen Partner partizipieren an
diesen Zahlen, die wir hier gerade miteinander besprechen. Das Einzige, was Sie machen, Sie geben nur den Einladungscode weiter. Nie vergessen, immer nur den Einladungscode weitergeben. Das spart den neuen Usern 99 Euro. Und natürlich, diese neuen User sind in ihrer ersten Generation. Und selbstverständlich erhalten wir nach wie vor an unseren oder 5 Generationen Bonussystem, unsere Family Boni, daran halten wir fest, es hat sich da nichts geändert, alles bleibt so, wie es ist. Schauen wir ein Stück weiter. 25% dieser 2 Milliarden Nutzer entscheiden sich, der Safe Zone beizutreten. Nur 25%. Das sind 500 Millionen Nutzer. Diese 500 Millionen Nutzer erwirtschaften oder bringen 1,875 Milliarden Dollar an Provision. Jedes Jahr, Jahr für Jahr. Und immer wiederkehrend. Endlos für sie wiederkehrend. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind wir mutig. Jetzt sind wir ganz mutig. Und sagen, was wäre, wenn 50% dieser 2 Milliarden Nutzer, und wir reden hier immer nur von diesen drei Firmen, also noch nicht einmal von den ganzen anderen Firmen, die ja auch noch alle im Internet sind und wo die auch ihre Nutzer haben, 50% dieser 2 Milliarden kommen zu uns in die Safe Zone. Das würde bedeuten, wir hätten 1 Milliarde Nutzer. Das bedeutet 3,75 Milliarden Dollar an Provisionen. 3,75 Milliarden Dollar pro Jahr. Endlos passives Einkommen für jeden. Alles zeitlich unbegrenzt, alles passives Einkommen. Aber halt, Moment mal. Sind 3,75 Milliarden Dollar nicht etwas unrealistisch? Wenn wir gerade davon gesprochen haben. Aber denken wir logisch. 3,75 Milliarden Dollar, das sind weniger als 10% des Profits 2016 von Facebook und Google. Also, aus kaufmännischer Sicht, für mich, eine erzielbare Größe. Allein nur diese Unternehmen, Facebook und Google, haben das mehr als das Zehnfache davon als Gewinn gemacht. Also, ich bin mir 100% sicher, das können wir auch. Was muss jetzt also in unserer Safe Zone gemacht werden? Sie verteilen kostenlos die Safe Zone Pässe. Sie kassieren bis zu 95% der Provisionen, die daraus entstehen. Wir teilen unseren Erfolg mit Ihnen. We share success. Wir als Unternehmen, wir verdienen Geld durch Werbung und E-Commerce in der Safe Zone. Das ist das, was wir als Unternehmen tun. Und wir haben vom ersten Tag an versprochen, wir teilen unseren Erfolg mit Ihnen. Und weil wir das tun, 95% davon schütten wir aus an unsere Partner. Deswegen müssen Sie selbst nichts verkaufen oder irgendetwas Großartiges tun, sondern Sie partizipieren aus den Dingen, die wir als Unternehmen für Sie im Hintergrund erledigen. So einfach, so unkompliziert ist es mit der Safe Zone. Und so einfach und unkompliziert werden Sie Stück für Stück damit arbeiten, erfolgreich werden. Aber bitte jetzt nicht davon ausgehen, wenn morgen oder übermorgen, nächste Woche, wann auch immer in den nächsten Tagen der Zug geöffnet wird und Sie alle in diesen fantastischen neuen Zug eintreten können, weil Sie bei der Jungfernfahrt dabei sein wollen. Ich verstehe das ja. Im Moment wird ja noch überlegt, bei der einen oder anderen Stelle,
Machen wir noch einen Anschluss für Multimedia Entertainment während der Fahrt und all diese ganzen Dinge, die eben an den Sitzplätzen noch zu organisieren sind und. Also, wenn also alles das jetzt startet, bitte, bitte, glauben Sie nicht, dass morgen oder übermorgen dann, nachdem der Zug gestartet ist, ein, zwei Tage später, wir 1 Million, 10 Millionen, 1 Milliarde an Nutzern bei oder in der Safe Zone haben werden. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit, wenn wir anfangen, unsere Pässe nach draußen zu geben. Das ist ja logisch. Ich glaube, das verstehen Sie auch und Sie wissen, dass das eben keine Explosion sein kann. Es wird wie fast eine Explosion sich verbreiten später. Ja, aber am Anfang braucht es ein bisschen Zeit. Wobei, wenn wir jetzt mal zurück überlegen, Facebook, Google, Amazon, diese Unternehmen sind ja auch nicht auf einem Tag oder in einem Jahr so erfolgreich geworden, wie sie es heute sind. Sie haben dafür mehrere Jahre gebraucht, um die Zahlen von 2016, die ich Ihnen gerade präsentiert habe, zu erreichen. Aber alles im Internet und in der Wirtschaft, in der Welt bewegt sich schneller. Schnellere technologische Entwicklung, schnelleres Leben, was an uns vorbeiläuft. Also auch die Prozesse im Internet bewegen sich natürlich schneller. Auch das Verbreiten, das Annehmen, Akzeptieren und Weitergeben von unseren Safe-Zone-Pässen wird natürlich schneller funktionieren, als das noch vor 8 oder vor 10 Jahren der Fall gewesen wäre. Also wir haben natürlich schon eine gewisse Traffic, die wir erzielen. Wir haben schon einen Zustrom werden haben an Menschen, die zu uns kommen, die Safe Zone nutzen wollen. Aus den unterschiedlichsten Interessen heraus. Wegen der kostenlosen Dinge oder wegen der anderen vielen tollen Sachen, die wir in der Safe Zone bereithalten. Aber die Provisionen, die wir daraus ausschütten, das sind immer, denken Sie daran, Jahreszahlen, von denen ich gesprochen habe, also in einem Jahr erwirtschaftet, das muss man jetzt mal wieder umbrechen auf einen Monat zum Beispiel, die werden bei uns monatlich und natürlich jährlich auch steigen und anwachsen. Also wir werden jetzt nicht sofort zig Millionen im ersten Jahr haben, davon gehe ich jetzt nicht unbedingt aus, aber wir werden Provisionen haben, die erwirtschaftet werden und wo eben unsere Partner, wo Sie, die Sie heute Abend hier mit mir zusammen dieser Präsentation folgen, definitiv von profitieren werden und passives Einkommen generieren werden. Sie können sich nicht dagegen wehren. Das ist das, was Sie einfach für sich bitte mitnehmen. Niemand, der in die Safe Zone reinkommt, daran teilnehmen möchte, kann sich dagegen wehren, dass er partizipieren wird an We Share Success. Gucken wir jetzt aber einmal weiter, weil ich weiß, Sie sind natürlich jetzt alle gespannt. Jetzt habe ich Ihnen den Weg in die Safe Zone und was dort passieren wird und was im Hintergrund passieren wird gezeigt. Wir haben jetzt hier einen blauen Bildschirm, weil auf dem nächsten Bild möchte ich anfangen, Ihnen zu zeigen, wie sieht es denn im Inneren der Safe Zone aus? Also sozusagen, ich habe hier jetzt für Sie vorbereitet ein paar Screenshots und Bilder aus unserem Zug, bevor das Putzteam durchgelaufen ist. Also die Putzfrauen sehen wir jetzt gerade nicht, die Gänge reinigen und wir sehen also nicht das Bordpersonal, das dort gerade trainiert wird, aber wir sehen einen Teil der Safe Zone. Und nun sind wir bei unserem Eingangsthema Willkommen in der Safe Zone. Und was Sie in der Safe Zone finden werden, das sind jede Menge Hexagons. Und wir werden einen leicht verständlichen Farbencode in der Safe Zone haben. Wir haben also hauptsächlich grüne, gelbe und rote Hexagone in der Safe Zone. Die gelben Hexagone hier bedeuten, da ist etwas Neues. Finde heraus, was neu hier ist. Grün hier auf der linken Seite sagt, hier ist alles aktiv, nichts Neues für mich zum Recherchieren. Oder sagt auch aus, ich bin schon hier gewesen, alles ist okay. Und rechts, die roten sagen, dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar. Lassen Sie mich nun zeigen, wie die Safe Zone aussehen kann, wenn Sie sich zum ersten Mal einloggen. Das kann dann so aussehen, alle Hexagone zusammen auf Ihrem Bildschirm. Es kann aber auch sein, es gibt da momentan noch Überlegungen, dass wir das ein bisschen reduzieren und in Gruppen noch zusammenfassen, aber Sie werden auf jeden Fall eben mehrere Hexagone auf Ihrem Bildschirm sehen, wenn Sie die Safe Zone betreten haben. Das Schöne an der Safe Zone ist, und das ist etwas, was uns hier allen bisher gefehlt hat,
Diese Webseite ist optimiert für jedes mobile Empfangsgerät. Das heißt, dass Sie sogar mit dem kleinsten Bildschirm innerhalb der Safe Zone navigieren können. Sie werden einfach, anstatt wie jetzt auf diesem Screenshot, auf dem 7 Hexagone in einer Reihe sind, auf einem mobilen Empfangsgerät, sei es ein Smartphone oder ein Tablet, vielleicht nur 2, 3 oder sogar nur ein Hexagon je Reihe sehen können. Dafür scrollt man dann eben entsprechend etwas mehr, um Stück für Stück die einzelnen Dinge zu sehen, die dann auf der Seite sind. Wir haben das alles bereits getestet und es funktioniert absolut fantastisch auf den Smartphones. Also wenn Sie sich das erste Mal nun in die Safe Zone eingeloggt haben, werden Sie zunächst viel Rot sehen und einmal Gelb. Und das ist das Profil-Hexagon. Also das Gelbe bedeutet, hier ist etwas Neues, klick mich. Und wenn Sie das dann machen, nämlich auf das gelbe Hexagon klicken, dann sehen Sie dieses hier. Natürlich können Sie sehen, dass hier Ihre E-Mail-Adresse bereits im System ist, weil Sie sich ja im Vorfeld schon registriert haben. Denken Sie immer wie ein neues Mitglied. Als ein neues Mitglied erhalten Sie ja zunächst einmal Ihre Gratis-Pernum während des Registrierungsprozesses und Sie müssen Ihren Master-PIN während des Registrierungsprozesses einrichten. Also Pernum gibt es, also E-Mail-Adresse geben Sie ein. Pernum erhalten Sie kostenlos und den Master-PIN müssen Sie selber anlegen. Und weil Sie das während der Registrierung getan haben, ist das hier alles bereits grün. Also, das ist erledigt. Und selbstverständlich, wenn Sie aus welchem Grund auch immer Ihre E-Mail-Adresse ändern möchten, können Sie das natürlich mit einem Klick darauf ganz einfach tun. Aber hier sind jetzt noch zwei gelbe Hexagone für persönliche Daten und eine für das Profilbild. Lassen Sie mich Ihnen nun zeigen, was passiert, wenn Sie auf Profilbild klicken. Unabhängig davon, ob Sie es am Computer oder auf dem Laptop nutzen oder auf einem Tablet, Smartphone, es wird immer alles komplett perfekt aussehen und hier wird euch die Seite sagen, wie Sie Ihr Profilbild hochladen können und wie es dann zu nutzen ist. Und wenn Sie auf den Personal Data Button klicken, werden Sie zum Beispiel nach Ihrem Geburtsdatum gefragt und zum Beispiel auch nach Ihrer Telefonnummer, nach Ihrer Webseite. Und wir fragen Sie natürlich nur deshalb, weil wir wollen, dass Ihre Pernum so oft wie möglich benutzt wird. Weil alle diese Dienstleistungen, also Telefon, E-Mail-Adresse und vieles noch mehr, lassen sich alle mit der Pernum zusammen verknüpfen. Das ist ganz wichtig für Sie zu wissen, weil Pernum schützt Sie in all diesen Bereichen. Keine Fake- oder Phishing-E-Mails mehr, keine Spam-E-Mails mehr, geht als Schutz mit der Pernum. Keine unerwünschten Werbetelefonanrufe mehr, geht als Schutz mit der Pernum. Also alles deswegen, je mehr Daten Sie hier für die Safe Zone hinterlegen, umso mehr safe, sprich sicher und privat werden Sie in Ihrem Handeln zur Außenwelt hin sein. Und wenn Sie dann also Ihr Profil komplett vervollständigt haben und zurück auf die Safe Zone Hauptseite gehen, dann sieht es also so aus, dass das Profil nun als grün angezeigt wird. Also hier ist jetzt alles erledigt. Und der nächste Hexagon ist hier unsere Gewinnspiele. Die sind jetzt gelb. So, was wird ein neues Mitglied jetzt im nächsten Schritt natürlich tun? Das neue Mitglied ist neugierig, es klickt auf die Gewinnspiele. Und damit ist das eines unserer Marketinginstrumente. Unser Safe Cracker Club, Sie haben es vielleicht auch schon auf den virtuellen Einladungscodes gesehen. So, hier ist dann die Frage: Bist du der 100.000 Dollar Gewinner? Gib deine Pernum ein und klicke auf Enter. Und dann kann der Teilnehmer feststellen, ob er gewonnen hat oder nicht. Das macht ihn also neugierig und er wird es tun. Und danach klickt er wieder zurück und kommt auf die Hauptseite. So. Und das nächste Hexagon, was hier nun gelb sein wird, ist zum Beispiel das für die
Belohnungen. Und Sie sehen hier, für neue Mitglieder ist es also wie eine geführte Tour. Schritt für Schritt werden Sie durch unsere Safe Zone hindurchgeführt und lernen auf diese Art und Weise alle unsere Seiten, Produkte, Dienstleistungen, Möglichkeiten kennen. Anders als in der Vergangenheit, wo beispielsweise sich jemand für Gratis-Lotto-Spielen interessiert hat. Sie haben diesen Partner bei Gratis-Lotto eingeschrieben. Der Partner war hellauf begeistert, weil er vielleicht auch sogar schon etwas gewonnen hat. Aber er hat erst einmal überhaupt nicht erfahren, dass es da noch ganz andere tolle Seiten gibt, die ihn möglicherweise interessieren. Weil uns eine solche Führung durch unser Unternehmen bisher gefehlt hat. Und genau das wird eben die Startseite der Safe Zone für Sie und für uns alle übernehmen. Ein neuer Teilnehmer wird hier hindurchgeführt. So, und wenn wir dann hier weiter fertig sind, dann kommen wir beispielsweise als nächstes zu den Gratisangeboten. Und zumindest einmal pro Woche haben wir also hier ein gratis E-Book im Angebot. Was wird natürlich passieren, wenn ich einmal dort gesehen habe, dann ist dieses Hexagon grün, wenn ich dort gewesen bin. Ist ein neues E-Book verfügbar, springt die Farbe grün wieder zurück auf gelb, also signalisiert also mir als Nutzer, der ich die Safe Zone gerade wieder betreten habe, hallo, hier ist etwas Neues, klick mich. Und so kann jeder also neu gucken und feststellen, was es eben Neues bei den Gratisangeboten gibt oder bei den Gewinnspielen hier auf der linken Seite zum Beispiel. Ist es dann zum Beispiel so, wenn Price Mania wieder aktiv ist in der Safe Zone, dann haben wir alle 10 Minuten neue Gewinner, die verkündet werden. Und selbstverständlich ist es dann so, dass hier dieses Hexagon wieder auf gelb zurückspringt, damit Sie also reinschauen können, denn möglicherweise sind es ja genau Sie, die gerade gewonnen haben, um zu erfahren, dass Sie also hier einen Preis abholen können. Aber unsere Hexagone können noch mehr. Zum Beispiel können wir Werbung anzeigen oder um Ihnen eine Idee zu geben, können wir auch eine Vorschau von Bubbleboxen anzeigen. Das heißt also, dass Sie innerhalb der Safe Zone Bubble surfen können und Sie werden Bubble-Ergebnisse erhalten. Und obendrein sehen Sie möglicherweise Feeds von Twitter und eine Menge mehr, sowie Shopping-Deals und. Es gibt also absolut keine Begrenzungen bei dem, was wir hier in der Safe Zone tun können. Und alles, es auch keine Limits beispielsweise hinsichtlich der Funktion, Ihnen neue Schlagzeilen, Wetteransagen, Tweets, Suchergebnisse anzeigen zu können. Alles das ist hier in und mit den Hexagonen möglich. Sie sind einfach zu benutzen und sie sind einfach zu verstehen. Also alles in allem, es ist einfach perfekt. Also, innerhalb der Safe Zone gucken wir uns noch um einige wichtige Inhalte an, die jetzt insbesondere für schon bestehende Partner sehr wichtig sind. Innerhalb der Safe Zone ist Pernum voll integriert. WeShare Success ist voll integriert. Perfect App ist voll integriert. Wer also schon länger dabei ist, kann sich noch an Perfect App entsinnen. Ich habe sie 2015, als ich zu Unicorn gestoßen bin, selbst noch ausprobieren dürfen. Perfect App ist also hier dabei und voll integriert. Und natürlich Perfect Internet ist voll integriert. Das alles finden Sie und natürlich noch viel, viel mehr in der Safe Zone. Also, was ist als nächstes dran? Wir haben jetzt alle wichtigen Dinge gesprochen. Ich glaube, wir haben alles erzählt, was zu erzählen ist über die Safe Zone. Und liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen, ich bin mir absolut sicher, niemand wird uns hier mit der Safe Zone noch stoppen können. Ich könnte noch eine weitere oder auch 2, 3, 4 Stunden erzählen, um euch die ganzen aufregenden Details und Spezifikationen
darzustellen und was alles für euch noch passieren wird hier im Hintergrund oder schon passiert ist, vorbereitet ist, und was sie an neuen Dingen auch erleben werden, von denen sie also bis zuletzt auf den letzten Webseiten noch gar nichts wussten oder drauf gewartet haben und. Alles das werden wir hier zusammenfassen und in der Safe Zone Ihnen als bestehenden Partnern präsentieren, aber natürlich auch den neu hinzukommenden Menschen in der Welt draußen zeigen und präsentieren können. Und somit bin ich jetzt fertig mit meinem heutigen Vortrag und kann nur sagen, Leute, das war's für heute. Seid einfach stolz, bei Unicorn dabei zu sein. Ich wünsche euch allzeit Happy Health und willkommen in der Safe Zone. Wir sehen uns in Kürze im Zug, wenn er unterwegs sein wird, um Ihnen und euch dann natürlich neue Informationen auf den Weg zu geben und neue Details auszubreiten. Also, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass Sie dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao.